man überhaupt sehen? Können wir höher? Stargate. Nee. Also mit Warp 10 versuchen wir jetzt den Händler da zu erwischen, aber der fliegt mit. Oh, der fliegt mit Warp 9. Den können wir sogar erwischen. Sehr gut. Mann. Also das mit dem Stehenbleiben und warten, bis die auf einen rauffliegen, scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, wir nehmen jetzt ihn als Ziel. Geheimnisvoller Händler. Wie hatten wir es beim ersten Mal gemacht, verdammt? Das ist jetzt schon wieder 10, 20 Folgen her gefühlt. Ja, okay, wir versuchen jetzt einfach durch pure Geschwindigkeit genau auf ihn rauf mit dem automatischen Abfangdingens da zu fliegen. Und hoffe einfach mal, dass wenn ich jetzt F9 drücke, wow, alles rot wird. Nein. Ich bin verwirrt. Also ja, das ist nichts Neues, aber dieser rote Blub hat mich irritiert, weil Klein jetzt den Scanner hat. Also ja, jede Menge neue Daten, vor allem auch Pakete, die sind neu, sind die roten Vierecke. Das müssen wir auch bald bauen auf unseren wichtigen Planeten, dass wir von denen nicht zerschossen werden. Aber ja, gehen wir die Nachrichten alle durch. Wir haben 4 Schlachtzugnachrichten. Wir haben 3 deiner Schiffe in der Flotte, 2 Transport wurden bei einer Treibwerksüberladung zerfetzt. Deswegen sind die alle noch da und nicht beim Händler. Ich hätte die Triebwerke echt nicht überladen sollen. Weiter. Transportlangstrecke 19 hat keinen Treibstoff mehr. Die Geschwindigkeit der Flotte wurde auf Warp 1 reduziert. Go to. Ja, also wir haben jetzt 17 Schiffe, die nicht mit dem Händler handeln konnten, die keinen Treibstoff mehr haben, voll beladen sind, mitten im gegnerischen Sektor. Sehr schön. Wir nehmen mal den Händler da raus. Und fliegen jetzt 331 Jahre Richtung Wallaby. Obwohl klein. Klein ist viel näher. So, du fliegst jetzt 25 Jahre nach Klein. Um da deine Erze abzuliefern. Das wird niemals klappen. Irgendeiner wird sich umdrehen und sie abschießen. Okay. Wieder was dazugelernt. Man sollte nicht das Triebwerk dermaßen überladen. Vor allem sind es noch die ganz alten Triebwerke. Gut, weiter. Wallaby hat alle Befehle ausgeführt. Ist wieder in Wallaby angekommen. Auf Klein wurde ein neuer Spähauge gebaut. Ja, das habe ich gesehen. Wir haben 3 neue Laser. Kreuzverteidiger Laser da. Du sammelst dich mal mit dem. 10 Stück. Was wollten wir mit euch? Du bist Verteidiger Wallaby. Ho haben wir Verteidiger, Akapiko haben wir Verteidiger, Sansibar haben wir welche. Yabetscha. Okay, in Yabetscha haben wir keine. So, du bist jetzt Verteidiger. Yabetscha. Fliegst doch dahin. Und die hier sind jetzt Verteidiger Wallaby. Goodie, weiter. 59 Verteidigungsstellung auf Deneb. 2 auf Nether. 3 neue Schiffe auf Kiche. Große Frachter auf Kiche. Und Level 9 in Elektronik. Sehr schön. Wir haben 5 Blade vernichtet. Wurden jedoch beschädigt. Wir haben 5 deiner Streitkräfte zerstört und ohne eigene Verluste alle feindlichen Flotten. Das ist gut. Einer unserer Voyeure wurde abgeschossen. Da oben. Da oben waren diese Trilolodiden, oder wie die hießen. Treptozyten. Irgendwas in der Richtung. Aber es waren die Russians. Russians. Russians sind hier. Die Tree, irgendwas sind da wohl hier oben. Wir haben 5 Verteidigerlaser zerstört und 2 Blades. Okay. Deneb wird dieses Jahr alle Aufträge abschließen. Sehr gut. Dann. Warum haben wir plötzlich viel zu viele Fabriken? Bevölkerung ist immer noch okay. Na gut, du baust die Verteidigung zu Ende. Und danach baust du bitte
Erstmal stellen wir um, dass du dich jetzt auch an den Forschungen beteiligst. So. Du hast keinen Scanner, dann bauen wir einen bodengeschützten Scanner und schick den Rest in Ersttransformation nach Bedarf. Okay. So, wir haben jetzt noch keine neue Forschung da bekommen. Der Schimpansenscanner kommt auch erst nächste Stufe. Fertig. Ich guck mal ganz kurz, was Wallaby, Equius und Simple so machen. Du baust noch deine Fabriken. Du machst eigentlich nur Erztransformationen. Und du machst eigentlich auch nur Erztransformationen. Kiche arbeitet noch an seiner neuen Frachterkolonne. Dann könnten wir doch eigentlich die Forschungskosten auf 100% stellen. Die ganzen kleinen Planeten beteiligen sich eh nicht daran. Und die großen Planeten haben nicht so wirklich was zu tun. Ist in einem Jahr fertig. Ich hätte gerne auch gleich noch hinten dran den Schimpansenscanner. Ja, wir setzen aber mal ganz kurz auf 100%. So, und gucken, was passiert. F9. Erstmal haben wir jetzt gelbe Kreise noch dazu bekommen. Das wird richtig schön bunt. Zwei Schlachtzugsaufzeichnungen. Ein Händler hat seinen Kurs geändert. Ja, ignorieren wir. Wir haben 21 Verteidigungsstellungen gebaut. Wir haben Tech Level 10 erreicht. Wir haben den Delfin-Scanner erforscht, die LBU-32-Bombe, den Superstealth-Tarner, den Störer 20. Wir haben den Argus-Auge 320X-Scanner erforscht. Was machst denn du? Feindliche Flotten werden im Raum bis zu 320 Lichtjahre entfernt erfasst. Das ist der rote Kreis. Dieser Scanner erfasst die Daten eines Planeten aus der Entfernung von bis zu 160 Lichtjahren. Er entdeckt auch im Orbit von Planeten versteckte feindliche Flotten. Haha, also können wir jetzt auch von Planeten aus andere Planeten scannen. Das heißt, wir können jetzt hier gucken, ob die irgendwelche Flotten haben, was sie nicht haben. Was mich aber hier zum Beispiel interessieren würde, Foch. Foch hat nix. Nylon hat anscheinend auch nix. Die haben alle keine Flotten im Orbit. Mann, haben die inzwischen viele Planeten, ne? Snack. Also ja, hier müssen wir unbedingt aufräumen, sonst artet das in Chaos aus. Also gefühlt hat der Gegner schon, also die Computergegner allgemein, die ganze Karte erobert. Und nur wir sind noch so eine kleine Insel hier. Mit uneroberten Planeten. Das sollten wir schleunigst ändern. Ja, zoomen wir den hier ran. Aber dafür haben wir auch ein ziemlich großes Stück von der Karte. Wenn man denkt, wie klein die riesige Karte doch ist. So, 125%. Schwupp. So, nächste Nachricht. Wir wurden beschädigt. Der Gegner zerstört. Okay. Der Gegner wurde zerstört. Wir wurden nicht mehr beschädigt. Sehr gut. Wenn du Pop kolonisierst, kannst du seinen Wert auf minus 1% bringen. Wow. Nee, danke. Nee, lauter Planeten, die wir nicht brauchen. Rock wird von Menzoids regiert. Die haben wir noch vorher gar nicht gesehen, kann das sein? Wird von Nies regiert, lauter neue Planeten, die wir durch die Scanner entdeckt haben, das ist okay. Armstrong, 50%, wo bist denn du? Da bist du. Oh, die Pakete, die sind echt irritierend. Die fliegen dahin, da irgendwo vorbei. Aber die kommen auch von verschiedenen Planeten. Die haben nicht denselben Ursprung. Sonst würden die alle auf einen Punkt zeigen. Heißt, die fliegen auch nicht alle zum selben Planeten. Die beiden hier könnten zusammen auf einen Planeten hier unten irgendwo hinfliegen. Und sind das viele Dreiecke, verdammt. Warum? Oh, das sind alles Frachter. Wow. Also für so ein Micromanagement hätte ich ja nicht die Geduld. Für jede Kleinigkeit gleich einen eigenen Frachter aufzustellen und den an die richtige Stelle zu schicken. Da haben wir eine 10er-Flotte. Die könnte ärgerlich werden. Aber die fliegt anscheinend nur zu ihrem eigenen Planeten. Wo wir aber auch 5 Verteidiger stehen haben, die beschädigt sind.
Aber das sind die guten Verteidiger. Also noch nicht die ganz guten, die wir nächste Runde bauen können, sondern die letzten guten, die immer noch besser sind als alle von deren. Okay, lassen wir drauf ankommen. Weiter. Wir haben noch einen Planeten entdeckt, wir haben noch einen Planeten entdeckt, wir haben noch einen Planeten entdeckt. Und da sind diese Tritizoids. Die sind wirklich hier oben. Bach. Bach. Könnten wir auf 100% bringen? Oh, den Planeten brauchen wir. Wir müssen nur die 3800 Tritizeus da loswerden. Ah, das war doch ein sehr schönes Ziel. Ja. Guti, letzte Nachrichten. Graceland ist nicht so gut und Bach. Ja. So, Forschung sagt bestimmt nächste Runde fertig. Jo. Was wollen wir danach forschen? Wir könnten Biotechnologie erhöhen. Wir sollten Energie erhöhen. Einmal für die planetare Verteidigung, dass sie besser wird. Einmal für den Materiebeschleuniger. Und auch bessere Schilde für unsere Raumstationen. Ja, also nächstes Gebiet. Also jetzt gehen wir weiter in Elektronik. Was ist bei Konstruktion? Bessere Panzerung, bessere Stargate. Wir hätten gerne alles auf maximaler Tech-Stufe, damit wir endlich ordentliche Schiffe bauen können. Nein, wir hätten gerne Elektronik und danach hätten wir gerne Energie. Und können wir das jetzt runterstellen wieder auf 15 und sind trotzdem in einem Jahr fertig? Das wäre schick. Nee. So, jetzt ist es ein Jahr, 72%. Also nächste Runde unbedingt dran denken, das hier wieder runterzustellen. So, F9. Gleich wieder runterstellen. So. Wir könnten theoretisch auch einfach die Forschung erstmal ganz ausschalten. Und stattdessen die Ressourcen halt in Erze und Schiffe stecken. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Aber erstmal brauchen wir den Materiebeschleuniger. Das lassen wir also erstmal. Fertig. 40 Nachrichten, zwei Schlachtnachrichten. Die sind mir erstmal egal. Ich will jetzt endlich unsere Schiffe designen. Also, ups, fertig. Also, wir brauchen verfügbare Baupläne. Wir brauchen super Treibstofftransporter, weil das unser Supportschiff ist. Warum können wir den Bauplan nicht kopieren? Hä? Ich bin verwirrt. Bestehende Modelle. Super Treibstofftanker. Bauplan kopieren können wir auch nicht. Was zur Hölle? Guck mal kurz die Nachrichten durch. Zwei Schlachtzugaufzeichnungen. Dann ist Verteidigungsanlagen gebaut. Wir haben ein Argus Auge 320X in Betrieb genommen. Wir haben mehr Verteidigungsanlagen gebaut. Noch ein Scanner in Betrieb genommen. Beauregard hat nichts zu tun. Du baust weiter deine automatischen Fabriken. Automatische Bergwerke. Und jetzt nochmal in Zehnerschritten. So. So, was soll's. Weiter. Wir haben einen großen Frachter gebaut. Wir haben noch einen Argus in Betrieb genommen. Wir haben sieben Kolonierungsschiffe gebaut. Ja. Die bleiben, glaube ich, erstmal da, weil die brauchen alle noch Geleitschutz. Weiter. Wir haben Tech Level Echte Elektronik erreicht. Wir können Schimpansenscanner bauen. Wir können den Superkampfcomputer bauen. Wir haben eine Schlacht gewonnen ohne eigene Schäden. Wir haben eine Schlacht gewonnen mit Schäden. Transport Simple hat alle Befehle ausgeführt und ist wieder in Simple angekommen. Sehr gut. Weiter. Transport Simple 2 hat alle Befehle ausgeführt. Sehr gut. Wobbly kann auf minus 3 gebracht werden. Nee. Keine Nachrichten. Warum zum Teufel kann ich da nicht verfügbare Baupläne, Super Treibstofftrank, kopieren? Och nö. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen üblen Verdacht. Man kann nur so und so viele Baupläne haben. Wie viele haben wir denn da? Mal gucken, ob die Zahl passen würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habe ich mich verzählt? Nee. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 Stück. Das ist eine zu krumme Zahl. Also wenn das 25 oder 20 gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, man kann nur so und so viele Baupläne haben. Aber 16 ist irgendwie komisch. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwas kaputt machen. F4. Wir nehmen mal unseren Voyeur. Den mag ich eh nicht. Bauplan löschen. Du hast im Moment noch 5 Voyeure. Ja. Und schon können wir wieder neu kopieren. Das ist ja... Also sowas mag ich absolut nicht. Jetzt bin ich gezwungen, Schiffe zu verschrotten, einfach nur, um neue Schiffe zu designen. Das macht absolut keinen Sinn.